Der Heilige Vater lädt alle dazu ein, für die Familien zu beten, besonders im Monat Januar, in dem der 6. Weltfamilientag in Mexico City stattfinden wird. Dies ist auch der Vorschlag des weltweiten Gebetsapostolates Apostleship of Prayer, einer Initiative von 50 Millionen Menschen aus allen Kontinenten. Papst Benedikt XVI. Bittet weiterhin um Gebet für die Einheit der Christen. Die monatlichen Gebetsanliegen enthalten auch eine missionarische Intention. Für Januar lautet sie, dass die verschiedenen christlichen Konfessionen im Bewusstsein der Notwendigkeit einer Neuevangelisation in dieser Zeit grundlegende Veränderungen engagiert die frohe Botschaft verkünden und die volle Einheit der Christenheit anstreben, um ein glaubwürdigeres Zeugnis für das Evangelium abzulegen. Mhm.